Mach dir keine Sorgen darüber. Dieser Ort ist nicht so anders wie Shibuya. Sicher? Komm schon, ich werde euch führen. Wenn wir nach Shinjuku wollen, sollten wir vermutlich in die JL reinhüpfen. Einmal aus dem Gebäude raus und dann das Ticket durch das Tickettor sollte dann auf der rechten Seite sein. Also gehen wir. Okay. Wird er wirklich in Ordnung sein? Ja, ich weiß ja auch nicht so richtig. Aber okay. So, dann müssen wir hier erstmal raus. Erstmal auf dem Bahnhofsvorplatz. So, und dann rechts war das hier, ne? Genau, da ist der Ticketschalter. Oder die Schalter. Alles klar, gehen wir nach Shinjuku. Oh ja, und wir haben ein neues, eine neue Location, die wir besuchen können. So nebenbei bemerkt. Alright. Shinjuku ist außerhalb des Bereichs, wo dein Ticket funktioniert, richtig? Du musst eine Gebühr bezahlen. Ach, klasse. 190 Yen. Das sind ja echt nur ein paar Cent, ne? So, unser Schulticket erlaubt mir nur zwischen Yongin-Yaya bis Shibuya und Shibuya bis Aoyama Ichijomi zu reisen. Wir müssen eine Gebühr bezahlen, wenn wir außerhalb dieser Bereiche reisen, also sollten wir das immer gut planen und nicht Geld verschwenden, ne? Aber okay. Ja. Muss halt auch sein, die täglichen Tücken des öffentlichen, der öffentlichen Verkehrsmittel. Naja. Wow, selbst bei Nacht leuchtet dieser Ort so hell. Ich schätze, das ist halt nun mal so in Shinjuku. Hör auf, so viel herumzugucken. Du siehst aus wie ein Tourist. Ich habe nur versucht, den Ort zu finden, nach dem wir suchen. Crossroads. Die Crossroads Bar ist direkt dort drüben. Ich bin sicher, wir kommen dahin, wenn wir direkt geradeaus gehen. Na gut. Okay. Dann bewegen wir uns mal ganz vorsichtig dahin. Willkommen bei unserer Izakaya. Wie wäre es mit ein bisschen, so viel du trinken kannst, Alkohol? Moment, seid ihr minderjährig? nope. Oh, in dem Fall, dann kommt doch mal für eine Stunde her, ihr zwei. Wie hast du dir das nun wieder eingebrockt? Komm schon, ignoriere ihn. Ach ja, geradeaus. Wir sollten ja versuchen, nicht aufzufallen. Hey Mann, wollt ihr ein wenig spielen? Berührt alles, was ihr wollt, ohne zusätzliche Gebühren. Wir haben die süßesten Mädchen auch in, wir haben die süßesten Mädchen in der Stadt. Oh ja, bin dabei. erzähl mir mehr. Hast du das gerade wirklich gefragt? Ignoriere den Typen einfach, du Idiot. Egal wie du es hindrehst, er ist ein zwielichtiger Charakter. Oh, scheiße, da steht ein Bulle. Habt ihr mal einen Moment? Oh, fuck. Bist du Schüler? Du solltest nicht so spät hier rumlaufen. Oh, Mist, sowas Blödes auch. Ich gehe aufs College. Yep. Oh ja, wir sind Erwachsene. Siehst du? Oder sehen sie? Bist du ein Freund von ihm? Warte mal, ich habe dieses Muster auf der Hose schon mal gesehen. Ah, großartig.
Vielleicht in den Nachrichten. Oh ja, das war dieses Segment über die über diesen Lehrer, der die der seine Schüler belästigt. Ist das eine Schuluniform? Scheiße! Ihr Kinder müsst doch auf die Highschool sein. Kommt mit mir. Oh Scheiße, deshalb habe ich gesagt, dass Uniformen eine schlechte Idee waren. Laufen wir weg. Man. Wie lange noch, bis wir dort sind? Na, fantastisch. Da sind wir jetzt auch noch mal schön vor der Bullerei weggelaufen. Da sammeln wir nur Pluspunkte. Hey, es ist nicht unsere Schuld, wenn wir hier mit einem Umweg fertig werden mussten. Unsere Schuluniformen sind berühmt. What? Wer ist sie denn? Wahrsagerin? Entschuldigen Sie mich. You. Für den Blonden kann ich Ärger mit Frauen voraussagen? Oder ist es vielleicht was anderes? Oder sie spürt... Kann ich spüren, dass er Ärger mit Frauen haben wird. Jedenfalls eine furchtbare Katastrophe kommt auf dich zu. Bitte lass mich deine Zukunft weiter untersuchen. Oje, oje. Die will doch Kohle machen, oder? Was, ich? Right. Ja, ich schlage vor, dass du dir deine Zukunft voraussagen lässt. Was ich sage, wird mit Sicherheit auch eintreten. Oje, oje. Oh man. Noch mehr von diesem Scheiß. Tut mir leid, aber wir haben es eilig. Ich glaube sowieso nicht an dieses Zeug. Ich verstehe. Entschuldigen Sie bitte. Wie auch immer, wenn du deine Meinung änderst, dann warte ich hier an dieser Stelle bei Nacht. Möge eure Zukunft gut sein. Okay. Tja, vielleicht sollte Ryuji das doch wirklich mal machen. Ärger mit Frauen, ne? Na gut, so. Damals doch, Bar Crossroads. Gehen wir doch mal rein. Wow, Mann. Wir sind nicht alt genug, um hier reinzugehen. Bist du sicher, dass das der Ort ist? Ja, steht doch dran. Bier, Whisky, Wein. Sieht so aus, als wäre die Zeit für eine Bar oder für Bars. In unseren Uniformen reinzugehen, ist vermutlich eine schlechte Idee. Wir könnten dabei erwischt werden wie beim letzten Mal. Warte einfach draußen. Ich bin all den ganzen Weg hier nach Shinjuku gekommen und kann nicht mal da reingehen. Ja, selber schuld, wenn du die Uniform anlässt. Also gut, ich werde in der Nähe die Zeit ein wenig totschlagen. Lass mich wissen, wenn du fertig bist. Willkommen, willkommen. Wie alt bist du, Junge? Ach, das ging ja schnell. Tut mir leid, Lala. John, er gehört zu mir. Oh boy. Oh, du hast ja mal einen wirklich Jungen dieses Mal rausgesucht. Aber lass einen Minderjährigen keinen Alkohol trinken, okay? Oh je, Mann. Naja, gut. Ja, John, ich werde mir mal die Sitze hinten mal ausborgen. Geh schon mal da hinten durch. Ich lade dich auf ein Wasser ein. Zu freundlich. Ah, oh, she reeks of booze. What a surprise! I thought you were joking, yet here you are. I respect that bravery, so I'll listen to what you have to say. Well. What do you want to know? Bist du Yukiko Amagi? Nein.
Wer kontrolliert Shibuya? Oh. Sieht sie auf einmal ernst. Ich brauche Informationen über ihren Boss. Well, I do happen to know something about that. I could tell you, but... Aber? Do you know the Phantom Thieves of Hearts? You know, that case the public has been focused on lately. Hab schon mal von denen gehört. I was pursuing the issue of people randomly entering into a shutdown state, but I'm lacking intel. Okay. That's why I'm currently looking for new material to write about. Klingt nach, als könnten wir da einen Deal machen, ne? So, do you have any info on these Phantom Thieves? Sind das deine Bedingungen? Something like that. You're a Shujin kid, right? I remember you wearing their uniform the last time we met. Oh, ein gutes Gedächtnis. I thought maybe you might have some insider knowledge on the Phantom Thieves because of it. Their first incident was that of Kamoshida, you know? Oh ja, ich erinnere mich. Ideally, I'd like to get some exclusive coverage from a student who suffered Kamoshida's abuse. Oh ja. Das trifft auf uns zu. I would love an introduction if you know of someone who fits the bill. Da kennen wir doch jemanden. After all, it seems like handling this matter in the open would be an inconvenience to us both. Da hat sie recht. A student who suffered from abuse. Oh, what about that Mishima guy? He always seems to be on the side of the Phantom Thieves. Oh ja, richtig. Ich kenne da jemanden. It's a deal then. Send me your friend's contact info later. You'd better be thankful. My quick wit is the only reason we're getting this far. Ja, 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 ja. Now that I think about it, those mental shutdowns and the Phantom Thieves both seem supernatural. Could they be related? Or am I just hoping for a coincidence? Wer weiß. Oh, sorry. I have a tendency to talk to myself on occasion. Well then. You can't exactly consider this an upfront payment, but... Junya Kaneshiro. Bingo! I think he's probably the guy you're looking for. Volltreffer! Yes! You should check him out further if you're curious. But I'm not responsible for what happens next. Vermutlich. Lala-chan, can I get a refill for this kid? Ja, ein bisschen. We need to make a toast to our new acquaintance. Oh ja, so ein schöner Whisky wäre doch jetzt mal was. It'll be a problem if you stay too long. You should leave right after you finish your water. Aber hey, wir haben was in der Hand. Wir wissen den Namen. Alles klar, wir haben es geschafft. Wir haben endlich Informationen über das Ziel. Treffen wir uns mit Ryuji. Wie ist es gelaufen? Wir haben es. Echt jetzt? Großartig. Jedenfalls, wir sollten uns sofort treffen. Ich bin vor dem Kino, also kommt dorthin. Es ist dieser offene Bereich, an dem wir vorbeigekommen sind, auf dem Weg zur Bar. Da müssen wir dorthin zurückgehen, wo wir hergekommen sind. Also gut, gehen wir. Na gut. Schön diesen Leuten da aus dem Weg gehen. Ah, da ist er ja schon. Kult 9. Hey! Ey, ich bin schon echt müde vom Warten. Habt ihr irgendwas über unser nächstes Ziel herausgefunden? For real?
Junior Kaneshiro. Hey! Nicht so laut! Junior Kaneshiro und Enter. Okay, jetzt müssen wir nur noch irgendwelche Informationen über die Verstörung finden. Sobald wir das haben, ist Palace-Time. Versuchen wir das morgen. Es wäre besser, wenn wir das ganze Team zusammen haben. Oder beisammen haben. Ah, richtig. Ich sag jedem, dass wir uns in Shibuya treffen. Dude. Zeit für ein neues Versteck, ne? Naja, das ist total verrückt. Ist ein großer Fang. Ich bin aufgeregt. Oh, ein wirklich großer Fang, sagst du? Ich werde, oder ich bin auch aufgeregt. Ach du Heiliger. Was für ein süßer und so muskulös auch noch. Ich gebe dir eine 85 von 100. IGN. Oh Gott. Der Arme. Wer seid ihr? Ich bin der fiese Troll von Shinjuku und ich werde dich verspeisen. Oh Gott. Hey, wartet, lasst mich los! Dude, hilf mir! Du kannst mich hören, oder? Zeig ihn deinem Inneren, Mann. Du willst mich einfach so zurücklassen? Ach komm schon, dein bester Freund hat Schwierigkeiten hier. Was für ein energischer Stuntmuffin. Ich gebe dir alle Freiheiten, die du dir jemals gewünscht hast. Die Nacht ist jung und so und genauso wie du. Also ja, yeah, machen wir Party mit. Ja, egal. Komm lebend zurück. Es gibt für uns hier nichts mehr zu tun, richtig? Also gehen wir dann nach Hause. Armer Ryuji. Da waren wir doch eine große Hilfe für ihn, oder? Naja. Ich hoffe, er hat es nach Hause geschafft. Habt ihr irgendwelche Hinweise gefunden? Ich habe den Namen. Ich habe einen Namen. Du hast es geschafft. Nun denn, treffen wir uns morgen beim Versteck. Verstanden. Yuji scheint abwesend zu sein von dieser Unterhaltung. Sollten wir ihn nochmal gesondert kontaktieren? Ich hoffe, er lebt doch. Ich bin sicher, er findet es raus, wenn er später auf sein Telefon schaut. Wir sind schon so ziemlich in Kaneshiros Palast. Das war überraschend einfach. Naja, wir wissen noch immer nicht die Verstörung und wir wissen immer noch nicht, was sein Palast sein soll, mal davon abgesehen, ne? Shinjuku war definitiv verrückt, hä? Hey, irgendein Mädchen hat mich gerade angeschrieben und sagte, du hast mir von ihr erzählt. Sie sagte, sie hat Interesse an mir. Worum geht's da? Und was für eine Art Mädchen ist Oya-san? Ist sie süß? Oder ist sie heiß? Total süß. Ernsthaft? Oh ja, Son. Oh Gott. Sie sagte, sie möchte reden. Wie direkter kann ein Mädchen denn noch sein? Ist es wirklich genau das, was ich denke? Kann es sein? Gut für dich.
Sieht so aus, als wäre meine Zeit im weiblichen Licht endlich gekommen. Scheiße. Und das alles dank dir. Ich fühle mich, als hätte, würde die Fanseite anfangen, mich zu verändern. Oder es fühlt sich an, als ich die Fanseite gestartet habe, dass es mich verändert hat. So rum vielmehr. Jedenfalls, ich krieg das schon hin. Das will ich doch hoffen. Du hast mich vorgestellt, also werde ich sicher gehen, dass ich dich nicht blamiere. Und ich lass dich absolut wissen, wie das Ganze ausgegangen ist. Ja, bin ich mal gespannt, ne? Ja, wie das Ganze ausgehen wird, das werden wir dann wohl beim nächsten Mal herausfinden. Eben kurz. Oh, wir können hier wieder was geben. Sehr schön. Das heißt wieder ein wenig Freundlichkeit gratis für uns. Ausgezeichnet. So, ich werde aber jetzt für diese Session mal eine Pause einlegen. Sind jetzt schon bald 2,5 Stunden hier am Werke und ja, ich werde auch ein bisschen müde. Ja, wir legen eine Pause einmal. Im nächsten Mal geht's weiter. Es bleibt spannend. Wir sind auf einer guten Spur und ich sage wie immer Dankeschön fürs Dabeisein und sage wie immer Tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming.